Hallihallo, ich bin die Kerstin und ich freue mich, dass du da bist. Aus unserer Reihe Kleine Schritte zur inneren Mitte haben wir heute eine Kräftigungsübung für Bauch- und Rückenmuskulatur. Ich nenne ihn den Babybär, er hat sicher auch noch ganz viele andere Namen, aber es hört sich niedlich und einfach an. Alles, was du brauchst, ist eine Matte und dann kann es auch schon losgehen. Wie immer, wenn dir das Video gefällt, schenk uns dein Däumchen, abonnier den Kanal und vergiss das Glöckchen nicht. Wir treffen uns im Vierfußstand auf der Matte. Die Finger sind weit aufgefächert, die Fingerkuppen, die Fingergrundgelenke sind fest im Boden verankert. Deine Handgelenke sind in einer Linie unter deinem Schultergelenk. Der Bauchnabel zieht feste nach innen und deine Hüfte ist in einer Linie über deinem Knie. Stell einmal die Zehen unter. Atme hier durch. Spür die Erdung deiner Fußballen, die Kraft in deinen Händen. Dein Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Mach dich bereit. Atme tief ein. Mit der Ausatmung heb einmal die Knie aus der Matte. Zieh den Bauchnabel ein, halt den Rücken lang und spür hier einmal in die Aktivität. Auch deine Beine haben hier gut zu tun. Spür die Arbeit deiner Muskulatur. Halte hier noch einen Moment. Spür die Anstrengung. Spür, wozu dein Körper fähig ist. Ausatmen, setz die Knie ab, leg die Füße um, setz dich mit dem Gesäß einmal auf die Fersen und bring die Stirn zum Boden für die Entspannung in deiner Kindesposition. Mit der nächsten Einatmung richte dich wieder auf. Setz deine Hände wieder unter deine Schultern, spür die Druckpunkte in Fingerkuppen und Grundgelenken. Setz die Zehen unter und mach dich bereit für eine weitere Runde. Atme tief ein. Ausatmen, heb die Knie 1-2 cm aus der Matte. Dreh die Ellbeugen nach vorne. Spür die Aktivität in deinen Schulterblättern. Spür die Arbeit in der Bauch- und Rückenmuskulatur. Spann den Bauch richtig schön an. Halten. Und absetzen. Bring dein Gesäß auf deine Fersen. Leg die Fußrücken in die Matte. Und entspanne. Richte dich einatmend auf, dein Vierfußstand, stell die Zehen um, atme durch, mach dich bereit. Dritte Runde, atme tief ein und mit der Ausatmung heb die Knie an. Spür die Spannung, halt den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Zieh den Bauchnabel fest ein. Versuch die Knie nicht ineinander zu pressen, sondern hüftweit zu halten. Noch drei Atemzüge. Und setz ab. Bring dein Gesäß auf die Fersen, entspann Arme und Handgelenke. Leg die Stirn am Boden ab. Und dann richte dich auf. Vierfußstand. Eine Bonusrunde.
Wer mag, bleibt in dieser Variante. Oder, wenn du wirklich das Gefühl hast, du hast die Stabilität, tippe abwechselnd rechte Hand zur linken Schulter. Setz ab, linke Hand zur rechten Schulter. Mach dich bereit. Setz die Zehen unter, atme tief ein. Tief aus und heb die Knie, wer mag. Versuch dein Becken möglichst stabil zu halten. Mein Becken pendelt ein wenig, das braucht noch ein wenig Übung. Aber das ist kein Problem. Je mehr wir dran arbeiten und je mehr wir uns darauf konzentrieren, desto besser werden unsere Fortschritte. Wir wollen nicht perfekt sein. Wir wollen uns entwickeln. Setz die Knie ab. Leg die Fußrücken ab. Entspann dich in deiner Position des Kindes. Richte dich auf. Finde einen angenehmen Sitz auf deiner Matte. Rotiere ein paar Mal deine Handgelenke. Finde nochmal die Länge in der Wirbelsäule. Wechsel die Richtung, kreis die Handgelenke andersherum. Lass die Hände nach unten sinken. Zieh die Schultern über vorne nach oben. Ausatmend über hinten nach unten. Kreisende Bewegungen. Zieh noch einmal den Bauchnabel nach innen. Richte dich lang auf. Und bring kleine, achtsam pendelnde Bewegungen in deine Wirbelsäule. Entspann hier nochmal deine Bauch- und deine Rückenmuskulatur. Atme tief durch. Schenk dir selbst ein Lächeln. Komm zur Ruhe. Bring gerne die Hände vom Herzen zusammen. Senk einmal deine Stirn zu deinen Fingerspitzen. Und bedank dich bei dir selbst und bei deinem Körper für alles, was du und was dein Körper leistet. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dich dabei unterstützen und begleiten darf. Namaste. Oh, du kennst es schon. Nicht vergessen, uns dein Däumchen zu geben, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, pass auf dich auf.